Jo, und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte heute mal über ein vielleicht eher etwas unattraktives Thema sprechen, aber nichtsdestotrotz ist dieses Thema meiner Meinung nach sehr wichtig und es lohnt sich da wirklich mal einen genaueren Blick darauf zu werfen. Nämlich geht es um das Thema: Gibt es den Teufel wirklich? Und vielleicht, ich weiß ja nicht, ob du gläubig bist oder nicht, oder was du glaubst, was auch immer, oder wie spirituell du bist oder nicht. Aber glaub mir, es lohnt sich, auf diese Frage mal, wie gesagt, ein bisschen genauer hinzuschauen. Weil was ist denn überhaupt der Teufel im Sinne von, ja, wenn man jetzt mal aus einer christlichen oder religiösen, biblischen Sicht das Ganze betrachtet, dann sehen wir ja immer, dass die Bibel immer wieder sagt, es gibt sozusagen einen Widersacher, einen Gegenspieler von Gott. Und es ist ja so, dass Gott als das universelle Gute bezeichnet wird. Und wenn es das Gute in Anführungszeichen gibt, dann muss es ja logischerweise auch etwas Böses geben. Und dieses Wesen sozusagen stellt aus biblischer Sicht oder aus religiöser Sicht der Teufel dar, sozusagen als Personifizierung des Bösen. Und Gott ist sozusagen die Personifizierung des ultimativ Guten. Dafür ist ja erstmal wichtig, dass wir grundlegend anerkennen, dass es Gut und Böse gibt. Dass es Dinge gibt, die gut sind und dass es Dinge gibt, die nicht gut sind. Und ich denke, da können wir uns erstmal alle oder kann sich jeder eigentlich im Prinzip, wenn man mal ehrlich zu sich ist, sicher sein, dass es eben Dinge gibt, okay, die will man, dass sie einem widerfahren, die würde man anderen auch vielleicht antun oder eben in zwischenmenschlichen Beziehungen weiß man, okay. Wenn ich jetzt meinen Partner schlage oder so oder irgendwelche bösen Dinge sage, dann habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Dann merke ich innerlich von meiner Moralvorstellung, okay, das war vielleicht nicht gut. Und ich denke, ein weiteres Zitat aus der Bibel, was eben jeder mehr oder weniger relaten kann: Das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Das heißt, wir erkennen, und da kannst du ja auch mal ein bisschen für dich reflektieren. Ich kenne es natürlich auch. Man will oft, man weiß eigentlich, was richtig wäre in Bezug auf sein Leben und auf, in Bezug auf die Beziehung mit anderen. Aber irgendwie hält einen innerlich etwas davon ab, diese Sachen, die ja offensichtlich objektiv gesehen gut sind, zu tun. Und wenn wir jetzt das aus einer ganz rationalen Sicht betrachten und sagen, ja, wir Menschen, wir sind ja rationale Wesen und unser Leben basiert auf Logik, dann lassen wir dieses Phänomen irgendwie außer Acht, weil es würde ja keinen Sinn machen, Dinge nicht zu tun, von denen wir wissen, dass sie uns und anderen gut tun. Und es würde ja überhaupt keinen Sinn machen, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie uns und anderen schaden. Und dann stellt sich natürlich hier die Frage, okay, warum ist es dann so? Was ist hier im Busch, dass wir ja irgendwie so ein bisschen so verdrehte Wahrnehmungen der Realität haben und Dinge tun, die wir nicht tun wollen und wiederum Dinge, die wir eigentlich tun wollen, nicht tun? So, what the fuck ist hier los? So. Und da geht jetzt eben die Bibel oder auch verschiedene Religionen gehen dann halt in die Richtung und sagen, okay, es gibt auf der geistigen Ebene. Erstmal grundlegend, es gibt eine geistige Ebene. Wenn man jetzt ganz materialistisch, atheistisch unterwegs ist, dann würde man ja schon leugnen, dass es überhaupt etwas außerhalb der Materie gibt, was ja schon mal gar keinen Sinn macht, weil allein die Gedanken sind ja nicht wirklich messbar, sind ja nicht erfassbar, aber sie existieren trotzdem. Das heißt, es ist eigentlich schon klar, okay, es gibt eine geistige Ebene, die sich sozusagen auf den Gedanken, auf Gedankenebene abspielt, im Geiste, kann man auch sagen. In der Bibel gibt es sozusagen das Modell des Menschen, dass wir folgendermaßen aufgebaut sind, dass wir einmal einen Geist haben, eine Seele und einen Körper. Und es ist ja offensichtlich so, der Körper, den können wir alle sehen, den können wir anfassen, den können wir spüren. Da leugnet keiner, dass es den Körper gibt, denke ich jetzt mal. Das heißt, diese Materie, die sich halt, die hier unseren Organismus zusammensetzt, das ist halt unser Körper, logischerweise. Dann gibt es die Seele. Die Seele ist sozusagen das Bindeglied. Man kann auch sagen, sowas wie die Emotionen oder die Gefühlslage, sowas in die Richtung, was eben so ein bisschen körperlich ist, weil wir nehmen ja die Gefühle in unserem Körper wahr und die Gefühle haben auch Auswirkungen auf unseren Körper, aber sie sind nicht der Körper sozusagen. Dann ganz oben steht der Geist und das sind, wie gesagt, die Gedanken, also das, was man überhaupt nicht messen kann, was sozusagen nur geistig ist
Und das Bindeglied zwischen Geist und Körper ist sozusagen die Seele. Weil es ist ja auch so, dass wenn wir positiv oder negativ denken, erschaffen wir in unserer Seele auf Seelenebene positive oder negative Gefühle, die sich dann dementsprechend auf den Körper auswirken. Das heißt, dieses Modell ist schon mal sehr wichtig in Bezug auf diese Frage, gibt es den Teufel wirklich, zu verstehen. Erstmal, es gibt eine geistige Ebene. Es gibt etwas Nicht-Materialistisches, diese geistige Welt sozusagen kann man es auch nennen, was sich eben dann auf Seelen- und auf Körperebene auswirkt. Das Erklärungsmodell der Bibel ist ja sozusagen, dass es eben auf dieser geistigen Ebene verschiedene Kräfte gibt. Dass es einmal das Gute gibt, den Heiligen Geist, den Geist Gottes, der ja die Liebe ist und aus dem dann auch dementsprechend ja auf Seelen- und Körperebene positive Dinge halt, wie Mitgefühl, wie Gesundheit in unserem Körper, Vitalität, Lebensfreude und so weiter entspringen. Und daraus resultieren dann natürlich positive Handlungen, wie Nächstenliebe und so weiter und so fort. Und dann gibt es auf geistiger Ebene sozusagen den Gegenspieler, nämlich diese geistigen Impulse, die uns sozusagen in negative geistige, also die erstmal als negativer geistiger Gedanke, wie zum Beispiel Wut, ich denke, okay, oh, ich bin böse auf den, der hat was falsch gemacht, dann erschaffe ich diese Emotion auf Seelenebene und dann macht mein Körper eventuell etwas Böses und bringt diesen jemand um oder fügt ihm Gewalt zu oder beleidigt ihn, was auch immer. Das heißt, wir sehen, auf geistiger Ebene sind sozusagen die Gedanken. Und wenn wir es jetzt auf dieser religiösen Ebene betrachten, gibt es eben auf dieser geistig-gedanklichen Ebene verschiedene Kräfte, die eben wirken, gut und böse. Und es ist ja offensichtlich, dass wenn wir in die Welt rausschauen, dass wir sehen, okay, es gibt einige Dinge, die eigentlich kein Mensch wirklich gutheißt. Zum Beispiel Krieg, Armut, Hungersnot, Ausgrenzung von Minderheiten, Beleidigungen, Streit, Schlägereien, was auch immer, diese ganzen Dinge, die es eben gibt, wo aber eigentlich keiner sagen würde, yo, da haben wir jetzt wirklich Bock drauf. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Dinge. Und das im Außen zu erkennen, ist erstmal relativ einfach, bringt uns aber im Endeffekt nicht wirklich weiter. Weil was jetzt, sage ich mal, der richtige und wichtige Schritt ist, ist eben erstmal vielleicht als ersten Schritt im Außen zu erkennen, okay, es gibt Böses auf dieser Welt. Aber wenn wir jetzt nur mit dem Finger nach draußen zeigen und sagen, ja, da ist das Problem, dann sehen wir, wird in der Bibel, sagt Jesus auch, was siehst du den Splitter im Auge von deinem Bruder, wenn du selber einen Baumstamm in deinem Auge hast? Oder auch in dem Maß, in dem ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Heißt im Endeffekt, wenn wir nach draußen schauen und sagen, du machst was falsch, da ist das Problem, hier die Politik ist das Problem und so diese Anfeindungen ins Außen geben, dann wird es auf die ein oder andere Art wieder zu uns zurückkommen. Das heißt, wir sehen schon, im Außen das Böse zu suchen, ist vielleicht ein erster Schritt, aber auf jeden Fall niemals die Lösung. Ich sag mal so, wir sehen es ja auch aktuell in unserer politischen Lage und auch die mediale Berichterstattung und diese ganzen, ja, gesellschaftlichen Entwicklungen, die gerade stattfinden, gehen ja auf jeden Fall stark in die Richtung, immer zu sagen, okay, boah, der macht was falsch, der beleidigt mich, der macht mir irgendwie Probleme, der lässt mich unangenehm fühlen, deswegen ist da draußen das Problem und ich bin der Gute und mir wird Böses angetan. Das ist ja schon so ein Trend, den die Gesellschaft gerade irgendwie verfolgt. Und wie ich jetzt schon ausführlich erläutert habe, sind das natürlich keine guten Auswirkungen, die eine solche Denkweise haben kann. Denn ich sag mal so, die effektivste Variante, wie wir das Böse in Anführungszeichen bekämpfen können, ist, indem wir aufhören, und das ist jetzt ein bisschen paradox, indem wir aufhören, das im Außen zu bekämpfen, sondern wirklich nur wieder diesen radikalen Shift machen und nach innen gucken, auf uns schauen. Und das ist natürlich etwas, was, ja, was man nicht gerne tut, was jetzt nicht so attraktiv erscheint, wie eben im Außen die Probleme zu suchen und andere Menschen und Umstände dafür verantwortlich zu machen. Die einzige wirkliche Lösung ist eben wirklich zu sagen, okay, was ist denn in mir, was böse ist? Habe ich vielleicht auch Anteile in mir, die ja sich nach Macht sehnen, die irgendwie gierig sind, die ja, denen es jetzt nicht ganz so wichtig ist, ob der andere auch irgendwie ein gutes Leben hat. Eigentlich haben wir alle diese Tendenz in uns, irgendwie selbstsüchtig zu sein und irgendwie ja diese eher negativen Eigenschaften auch auszuleben. Und es ist ja so, dass auch schon solche Aussagen heutzutage schon
teilweise bekämpft werden. Weil es ist ja so, ich glaube, Jordan Peterson hat auch mal in einem Video gesagt, dass wir alle einen kleinen Hitler in uns haben, sozusagen. Also diese Persönlichkeitsstruktur, dass wir alle unter bestimmten Umständen, natürlich jetzt nicht einfach so, aber unter bestimmten Umständen auch zu sehr gewalttätigen Taten fähig wären. Do you think he would actually do that? Is, Yes. and what kind of person is he, Putin, do you think? Well, he's a lot more like everybody else than anyone thinks. You know, the notion that he's Hitler or Stalin, that's just foolish. I don't see any evidence for that at all. I mean, first of all, Hitler and Stalin were very singular types, and there's a bit of Hitler and Stalin in everyone. So, you know, there's some truth in that. Maybe there's more in the typical Russian A leader bit of than Hitler in normal. everyone? Really? There's more than a bit. Really? Oh, absolutely. Yeah, well, why would have Nazism spread the way it did? You know, people think, well, that's all top down. It's not top down. Wenn wir jetzt diese Anteile leugnen und sagen, okay, nee, ich bin der Heilige, bei mir, nee, 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 ich habe gar kein Problem, das ist nur da draußen, dann wird es nämlich wirklich gefährlich. Weil Jesus sagt ja auch, wer frei von Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und dann merken alle, okay, irgendwie sitzen wir alle im selben Boot. Wir wollen alle das Gute, aber irgendwie schaffen wir es nicht so richtig. Und nur, wenn sich jeder Einzelne, wenn du und ich, sich das wirklich eingestehen, dass wir genauso Teil des Problems sind wie der andere, den wir anfeinden, dann haben wir eine Chance, wirklich diese Sachen anzuerkennen und auch aufzulösen. Aber solange wir versuchen zu sagen, nee, alles gut, die anderen sind das Problem, bei mir ist alles easy, dann erschaffen wir paradoxerweise genau dieses Problem. Und um jetzt nochmal auf das Bild mit dem Teufel zurückzukommen, das ist eben auch genau das größte Problem. Dass der Teufel in Anführungszeichen nur existieren kann, wenn wir glauben, dass es ihn nicht gibt. Wenn wir glauben, okay, es ist alles in Ordnung, es gibt gar kein Problem, wir sind perfekt, dann können sich diese Anteile in uns einschleichen, weil wir die dann ja quasi wie so einen blinden Fleck behandeln, weil wir die dann nicht wahrnehmen können, weil wir dann dieses Selbstbild haben, okay, ich bin der Gute, bei mir ist alles toll, ich bin erleuchtet, was auch immer, spirituell oder ich tue so viel Gutes. Und dann sehen wir gar nicht diese Punkte, wo wir vielleicht auch anderen Menschen schaden, wo wir vielleicht, ja, diese Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Und wie gesagt, nur wenn wir da wirklich hinschauen und es braucht wirklich Kraft, Energie und auch, ja, eine gewisse Entschlossenheit. Und deswegen lesen wir auch in der Bibel, seid wachsam. Und das ist das, was damit gemeint ist. Wir müssen auf eine gewisse Art wachsam sein. Wir dürfen uns nicht Deswegen sollen wir auch nicht uns zu viel mit Alkohol betäuben oder mit anderen Dingen betäuben, sondern wir sollen eine gewisse Klarheit im Geist behalten, dass wir in uns diese Dinge wahrnehmen können, die nicht gut sind. Dass wir diese Ressourcen haben, nach innen zu gucken und zu realisieren, okay, ja, eigentlich mache ich auch einige Sachen, die ich eigentlich nicht tun will. Und genau das ist eben das, was wir jeder Einzelne tun müssen, um sozusagen das Böse, wenn man so will, zu besiegen. Yes, so viel erstmal dazu. Jetzt noch vielleicht eine kleine Zusammenfassung zu diesem ganzen Thema. Weil es ist ja so, dass man diese Erklärung des Bösen oder das Modell des Teufels, dafür gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten. Es gibt einmal diese wissenschaftliche Sicht, auch im Sinne von Traumatisierung, dass wir alle irgendwie traumatisiert sind. Was ja auch definitiv so ist, allein durch die ganzen Weltkriege und so weiter und so fort. Und dass wir dadurch eben diese Mechanismen in uns haben, auch schlechte Dinge zu tun und das sozusagen auch nicht wahrnehmen, weil es eben ein blinder Fleck ist, wo es weh tut, hinzuschauen. Oder wir können eben auch dieses Erklärungsmodell des Teufels nehmen, dass es, wie gesagt, auf dieser geistigen, gedanklichen Ebene zwei Mächte gibt, die uns irgendwie Ja, die sozusagen um uns kämpfen, was mit unserem Körper und mit unserer Seele geschieht. Und ja, dass da auf der einen Seite eben die Liebe ist und auf der anderen Seite der Hass und die Trennung und diese negativen Gefühle. Aber welche Erklärung dir auch immer jetzt am liebsten ist, ist es im Endeffekt nicht so wichtig, solange wir eben wirklich hinschauen und realisieren, okay, das Böse ist nicht ausschließlich da draußen, sondern das Böse ist hauptsächlich auch in mir. Und wie gesagt, das ist der einzige Schritt, wie wir wirklich, wahrhaftig und langfristig das Böse in Anführungszeichen loswerden können. Und es gibt da auch ein schönes Bild, was man dafür verwenden kann, nämlich das Bild von Licht und Schatten. Denn es ist ja so, dass der Schatten hier jetzt sozusagen das Böse in Anführungszeichen nur existieren kann, wenn eben kein Licht da ist.
Wenn jetzt aber das Licht im Sinne von liebender Aufmerksamkeit im Inneren auf diese Anteile scheint, wenn wir wirklich nur beobachten, auch ohne uns selbst zu verurteilen, okay, da gibt's was in mir, das will jetzt was Böses tun. Und wenn ich das dann aber auch nicht wegdrücke und sage, oh nee, nein, jetzt bin ich ein Sünder, sondern wenn ich das einfach nur wahrnehme und sozusagen mit dem Licht, mit meinem eigenen inneren Scheinwerfer darauf leuchte, ohne damit erstmal was zu tun, dann kann sich das auflösen, beziehungsweise dann löst es sich schon automatisch auf. Aber das passiert eben nur, indem wir diese innere Entscheidung treffen, mit unserem Scheinwerfer hinzuschauen. Deswegen, ich kann dich auf jeden Fall nur ermutigen, diesen Schritt zu gehen und wirklich hinzuschauen in dein Inneres und aufzuhören, die Dinge im Außen ändern zu wollen oder im Außen Dinge zu verurteilen. Wie gesagt, mit dem Maß, mit dem du andere misst, wirst auch du gemessen werden. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video etwas mitnehmen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Schreib mir einen Kommentar. Wenn es dich inspiriert hat, dann teile das Video auch gerne, wenn du willst, dass es noch mehr Menschen sehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Auf meinem Kanal findest du alles rund um Glaube und Spiritualität, Reisen und Abenteuer und auch Sport und Gesundheit und alles, was sich dazwischen befindet. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Peace out und ciao.